Ich denke, dass aber auch eine Wahrnehmung des Katholikentags ist, die eine Teilbetrachtung ist. Wir haben, der Erzbischof hat es ja dargestellt, ein ganz ausgeprägtes Element des geistlichen Lebens. Es kann nicht davon die Rede sein, dass hier nur diskutiert wird, sondern es ist ein ganz ausgeprägtes Element des geistlichen Lebens. Und da bedauere ich immer, dass es, sei es jetzt Kardinal Meißner mit seiner Wortmeldung oder andere, die es nicht wahrhaben oder einige ja nicht wahrhaben wollen. Natürlich gehört für uns dazu, dass hier ein Forum ist, wo alles besprochen werden kann, was die Menschen bedrängt, ohne dass wir uns deswegen alles zu eigen machen. Nur wenn ein Katholikentag nicht mehr dieses Forum ist. Kürzlich hat übrigens einer, ich glaube es war in der Herder-Korrespondenz, in einer vorletzten Ausgabe, war geschrieben mit Blick auf die Entwicklung in Österreich, wie gut, es war ein Österreicher, wenn ich mir recht erinnere, wie gut wäre es, wenn die österreichische Kirche jetzt einen Katholikentag hätte. Es gibt aber dort nicht diese regelmäßige Institution. Bei uns ist es durch die Laien getragen, insoweit in der eigenen ja auch Verantwortung, immer in der Kooperation. Und von daher glaube ich, das geistliche Element können vor allen Dingen diejenigen auch am besten beurteilen und die innere Prägung des Katholikentags, die hier sind. Und es sind über 40 Bischöfe hier, Deutsche und international, auch in der Erfahrung der Weltkirche. Es ist hier für die Menschen erlebbar, der Reichtum der Vielfalt von Glaubenswegen, Frömmigkeitsformen, unterschiedlichen Ausprägungen, religiöser Erfahrungen, unterschiedliche Schlussfolgerungen. Und das denke ich, ja, auch in unserer Kirche, wir betrachten die Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern als Chance. Als Chance für Menschen, die sonst ja auch ganz unterschiedliche Ausprägungen haben in ihren Lebensstil, in ihren Lebenswegen, in ihren Lebenssituationen. Also so gesehen ist es eine Stimme und natürlich nehmen wir sie ernst, aber ich kann nicht sehen, dass dieses Urteil so der Wirklichkeit entspricht. Ich darf vielleicht ergänzen. Ja, ich Augenblick, war, ja, den ich Herr war Erzbischof. Bei den letzten Katholikentagen immer ganz dabei, ob das Ulm war oder Saarbrücken oder Osnabrück. Ich habe diese Katholikentage als geistliche Ereignisse jeweils miterlebt, weil ich gespürt habe, welche Kraft die Menschen aus den Gottesdiensten, aus dem Gebet oder wenn ich an die Tessé-Gebet, all das denke, da ist diese Fülle ist da. Und das ist für mich eine zentrale Dimension, ich habe es vorhin deswegen auch erwähnt, vom Katholikentag. Und ich kann nicht sagen, dass das etwa für mich, auch während Sie in meinem Leben, zu kurz käme. Und das ist eine wichtige Aussage, eine wichtige Aussage, weil wir uns damit auf Jesus Christus konzentrieren, besinnen auf den, von dem wir leben, von dem wir Zeugnis geben. Und um dessen Willen wir den Katholikentag veranstalten. Und um dessen Willen wir dann auch schauen, wie wir uns in Fragen der Zeit stellen und versuchen, im gemeinsamen Ringen, im gemeinsamen Hören Antwort zu finden.